Herzlich willkommen zu CrossFit Aorta Workout Nummer 26. Und bevor wir groß rumquatschen, let's go. Wir starten direkt ins Warm-up. Ihr macht bitte 3 Runden von diesen 3 Übungen. Die erste Übung, Schwimmer. Und heute dürft ihr bei den Schwimmern mal den Kopf auf den Boden lassen. Das heißt, ihr drückt die Stirn nach unten, dann nehmt ihr die Arme hinter den Kopf, zieht die Schulterblätter richtig zusammen, rotiert nach außen, nach hinten auf den unteren Rücken, Schulterblätter zusammenziehen und wieder nach vorne bringen. Zurück, auf, zurück, nach vorne. 5 Stück davon und wirklich darauf konzentrieren, die Ellenbogen möglichst weit nach hinten zu bringen und die Schulterblätter zusammenzuziehen. Danach bleiben wir im Schultergürtel. Ihr geht in einen Stütz. Rumpf spielt natürlich jetzt auch eine Rolle. Ihr seid also schön in der Hollow Body Position. Dann lasst ihr euch tief einsinken und drückt euch raus im Schultergürtel für 10 Scapula Push-Ups. Einsinken, Push-Out. Anschließend hochkommen und 10 Cossack Squats machen. Cossack Squats hatten wir jetzt schon sehr häufig auf dem Programm, trotzdem erkläre ich sie nochmal kurz. Ein Fuß dreht auf, ihr steht in einem Sumo-Stand, also sehr, sehr breit. Und jetzt setzt ihr euch tief in die Hocke rein, kommt komplett nach oben hoch, dreht den anderen Fuß auf, tief reinsetzen, wieder komplett hochkommen. Wer noch nicht so weit ist, ruhig erstmal ein kleines Stück weiter oben bleiben, dann nach oben kommen und sich Stück für Stück tiefer in die Position arbeiten. 3 Runden und dann seid ihr durch mit dem Warm-up. Wir gehen als nächstes in eine Oberkörper-Push-Batterie. Also ein Kraftteil aus verschiedenen Übungen, die ihr möglichst nacheinander zügig ausführt. 8 Runden macht ihr davon und ihr startet alle 2 Minuten. Die erste Übung im Bunde ist der Pike-Push-Up. Ich lege immer beim Pike-Push-Up gerne mal die Füße hoch. Das macht es von der Mobilität einfacher und man kann sich wirklich auf den Kraftakt konzentrieren. Also entweder mit gestreckten Beinen, Elevated Pike Push-Ups oder auf den Knien. Und davon macht ihr 5 Stück. Tripod Position und schön durchschieben. Ihr geht direkt runter auf den Boden, macht 10 formschöne Liegestütze. Komplett mit der Brust runter. Arme komplett ausstrecken und die Ellenbogen gehen wieder leicht zur Seite, aber bitte nicht 90 Grad, sondern eher 45. Gleiches Spiel natürlich, falls die noch nicht klappen, auf die Erhöhung. Dann macht ihr es euch leichter. Geht aber dennoch durch die volle Range. Das heißt, ihr habt jetzt 5 Pike Handstand Push-Ups, 10 Push-Ups und als letztes gleiche Tiefe, die ihr eben hattet. Ihr schüttelt einmal kurz die Arme aus und geht in 5 Clapping Push-Ups. Explosiv nach oben weg, so hoch wie ihr könnt raus. Und das letzte bisschen, was da noch in der Muskulatur drin ist, das schicken wir jede Runde richtig an die Wand. Sollten die Clapping Push-Ups für euch einfach noch nicht funktionieren, dann macht ihr trotzdem normale Liegestütze und tippt kurz oben eine Schulter mit an, dass ihr ein bisschen länger in der Top-Position verbringt und quasi schon mal ein bisschen übt, wie es sich anfühlt, nicht beide Hände auf dem Boden zu haben. Dann Pause und nach 2 Minuten startet ihr in die nächste Runde. Nachdem wir jetzt uns den Oberkörper ordentlich vorgenommen haben, geht es jetzt an den Unterkörper. Einmal für die Beine und einmal für die komplette hintere Kette. Ihr habt 10 Minuten Zeit, so oft wie möglich durch die folgenden beiden Übungen durchzugehen. Erste Übung, Pistol Squat. Wir haben es vorhin mit den Cossack Squats schon warm gemacht. Wer sich immer noch nicht richtig warm fühlt, macht ruhig noch mal ein paar Testwiederholungen vorher und geht dann erst ins Workout. Ihr setzt euch tief rein, Fußspitze ist vorn, Push nach oben hoch. Ihr wechselt die Seite, tief reingehen, Fuß ist vorn, Push nach oben hoch. Nach Möglichkeit nicht die Füße festhalten vorn. Bei wem es nicht anders geht, ist es natürlich fein. Wer wissen möchte, wie man Pistols richtig macht, kann natürlich unser Pistol Squat Skill-Video angucken und da ist eine der Variationen, die gebe ich euch jetzt einfach mal mit, falls ihr noch nicht so weit seid. Der Shrimp Squat Version 1,
Ihr geht nach hinten, so ähnlich wie bei einem Lunge. Lediglich habt ihr die Fußrückseite auf dem Boden und schiebt euch nach oben hoch. Das hier. Okay? Nur berühren und hochkommen. Und da wählt ihr euren Schwierigkeitsgrad, indem ihr einfach den Fuß näher an den anderen ranbringt und dann die Kniebeuge so ausführt. 10 Wiederholungen. Und nach den Pistol Squats oder eurer Variation geht es an ein Objekt eurer Wahl. Ich habe jetzt eine Kettlebell da, die eignet sich natürlich perfekt dafür. Ich mache Kettlebell Snatches und zwar 16 Stück. Über Kopf reißen. In einem Zug bringt ihr euer Objekt über den Kopf. Ich schwinge einmal kurz an, ziehe jetzt mit dem Ellenbogen nach oben, drehe nach oben weg und schiebe den Rest zu Ende. Nochmal zum Zeigen. Schwung, Zug, Press. 16 alternierende Wiederholungen. Ihr wechselt immer die Seite. Angenommen, ihr habt keine Kettlebell da, sondern zum Beispiel einen Sandsack. Geht natürlich auch. Da muss man ein bisschen kreativ sein. Nicht jeder hat das Equipment da. Dann macht ihr auch 16 Stück, aber eben mit beiden Händen gleichzeitig. 1, 2 und so weiter und so fort, bis ihr durch die 16 durch seid. Und das Ganze wiederholt ihr für 10 Minuten so oft, wie ihr könnt. Der heutige Tag ist eher kraftfokussiert und mal eben nicht die komplette Ballerei. Also nutzt es auch, um wirklich nur die Muskulatur mal richtig schön zu trainieren und ansonsten heute vielleicht ein bisschen runterzufahren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.